Ich glaube, ich versuche mir so ein bisschen einen Platz zu suchen in einer Gesellschaft, die nicht unbedingt Platz hat für mich. Und ich probiere mir halt, diesen Platz irgendwie zu schaffen. Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, nennt man in der Geschlechtertheorie Non-Binary Gender. Lou ist 21 und lehnt die Unterteilung von Gesellschaft in männlich und weiblich ab. In Bümplitz, frisch in einer WG eingezogen, unterteilen wir aber zuerst mal Lous Zügelkisten, Kleider und Deko. Und meine Eltern haben sie erst gerade letzte gesagt, und für sie ist es so ein bisschen, sie verstehen es nicht hundertprozentig, aber es ist voll okay. Also vor allem meine Mami hat letzte gefunden, sie hat gesagt, das sei ein Generationenunterschied. Und das ist quasi ihre Aufgabe, das zu lernen. Nervt es dich bei solchen Sachen? Wenn es ein bisschen schräg ist, oder was? Nein, es gibt ja viel, dass man sagt, handwerkliche Sachen sind Männerarbeit. Ist das etwas, wo du sagst, die Welt ist einfach so und die Menschen sagen das? Oder ist das ja, etwas, nein, das nervt mich schon, klar. Ja, ja, sieht gut aus. Wie findest du deinen Weg? Wie behaltest du den Überblick? Ich glaube, ich habe gerne Theorie. Ich bin so sehr ein theoretischer, philosophischer Mensch. Also für mich ist das dann wie, ich musste mir zuerst selber so einen theoretischen Ansatz bilden und nachher von dem wieso auch in die Praxis übergehen. Gibt es Situationen, wo du dich unwohl fühlst oder Angst hast? Ich habe eine Jacke, wo drauf steht Punks respect pronouns und eat pussy not cows und so. Und ich überlege mir zum Beispiel, ist sicher für mich lautstark quasi zu sagen, hey, hallo, ich bin so und deal with it. Etwas, was mich im Moment so ein bisschen beschäftigt, ist, meine Freundin lebt in den USA. Sie kommt aus einem kleinen Kaff, wo 70% der Leute Trump gewählt haben. Und also relativ laut ihre Schildchen im Garten stellen und so. Und das ist dann halt schon so, dass wir irgendwie diskutieren, hey, wie sicher ist es für uns, wenn wir dort rumlaufen und Händchen haben. Wenn es ums Geschlecht geht, verunsichern die Leute noch viel mehr, weil das halt etwas mega Fundamentales ist, wo wir unsere Gesellschaft und auch unser Menschenverständnis darauf aufbauen. Also ich will natürlich auch, dass die Leute verstehen. Und ich finde es auch absolut, also ich meine, ich sage auch nicht, ich finde es absolut legitim, wenn sich jemand als Frau oder als Mann definiert. Ich will einfach, dass sie verstehen, dass das nicht eine Voraussetzung ist, um in der Welt zu funktionieren. Hey, there you are. Yeah, this is Flo. Hi. From Vice. Very nice to meet you. Would you say that leaving behind prefabricated concepts of identity is a way to appreciate the person more as a whole? I think that can be true. For me, as far as figuring out what my sexuality was, it was kind of, I wasn't sure. I guess I'm usually attracted to women, but it seems like for me, even the physical part is more about the individual. Like I am attracted to people who are really expressive, or like, some like voice quality is nice to me. So yeah, I think it's more about the individual person. Also wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe und die würde darauf beharren, ich bin lesbisch und ich schlafe nur mit Frauen. Das wäre sehr schwierig für mich. Also es ist auch nicht so, dass ich irgendwie mit meinem Körper dann, also dass ich finde, man darf mich auf gewisse Art nicht anlangen oder so. Es ist mehr etwas Konzeptuelles im Kopf. Also ich muss wissen, dass die andere Person mich nicht als Frau sieht. Nicht so gesehen, wie es die Gesellschaft gelernt hat, sondern einfach so, wie sie sind, tun sich die Mitglieder auf der Milchjugend. Ein Verein für, wie sie selber sagen, Falschsexuelle. Die Milchbar im Baden ist ihr regelmäßiger Treffpunkt. Was bedeutet Milchjugend für dich? Die Milchjugend als Ganzes ist halt auch mega etwas, wo ich kann aktiv werden kann. Und das Gefühl habe, ich kann irgendetwas beitragen. Ich kann ein Milchbüchlein schreiben, ich kann Zeugs organisieren. Und das gibt einfach extrem viel Energie. Ich habe das Gefühl, auch die Community hat auch etwas, was außerhalb vielleicht nicht unbedingt gibt. Und das ist einfach extrem wichtig, wenn man sich normalerweise in so einer cis-heteronormativen Welt bewegt, dass man manchmal neu mit zurückkommen kann, wo man weiss, diesen Leuten muss ich es nicht erklären. Da kommst du keinen blöden Blick über, weil man nicht gerade dich einordnen kann als Mann oder Frau. Ich meine, bei uns kommen junge Menschen und merke plötzlich, hey, meine Geschlechtlichkeit, das ist
da kann ich jetzt einfach etwas ausprobieren. Ich darf das hinterfragen. Wenn Leute neu zu der Milchjugend stoßen, merken die mit der Zeit eine Veränderung, je länger sie dabei sind? Also ich meine, als ich neu dazugekommen bin, bin ich sehr verschüchtert auf eine Art. Und das bin ich heute glaub, definitiv nicht mehr. Im Gegenteil. Lou ist ein selbstbewusster Mensch, eine Person, die sich selber gut kennt. Und das hat in diesem Fall nichts mit der klassischen Geschlechterrolle zu tun.